lieben Freunde, einen schönen Sonntag. Auch nicht nur jetzt, sondern auch noch heute Nachmittag. Jetzt wird er vielleicht schwierig werden und nicht nur von dem Epitheton Schönheit allein besetzt werden. Denn der Niedergang von sozialen Systemen kann traurig sein. Auch das Entstehen sozialer Systeme ist nicht immer begrüßenswert. Denken Sie ans Dritte Reich, denken Sie an das Entstehen des Nationalsozialismus, waren ja auch soziale Systeme. Wir müssen uns aber wohl oder übel damit abfinden, dass wir Menschen mehrdimensionale Wesen sind und eines dieser Dimensionen eben halt unsere Sozialität ist. Nicht? Die anderen Dimensionen sind oft genug schon behandelt worden. Das ist die Individualität, das ist die Historizität, das ist die Weltlichkeit, das ist die Zeitlichkeit und letztlich die Transzendentalität des Menschen. Hier interessiert uns die Praxis der Dimension des Sozialen. Wir Menschen sind auf andere Menschen in irgendeiner Weise angewiesen, selbst wenn wir es nicht gerne haben möchten. Selbst Feinde bilden miteinander ein soziales System, nicht nur Freunde. Das heißt, der eine tritt mit dem anderen in eine mehr oder weniger langwährende soziale Beziehung ein. Und immer dann, wenn soziale Beziehungen auftreten, mögen sie mittelbar sein, etwa über einen anderen Menschen, etwa im Nationalsozialismus waren die meisten ja nicht unmittelbar mit dem großen Adolf da befreundet oder bekannt, sondern sie kannten andere Menschen, die sich in dieses System integrierten oder die Integration verweigerten und versuchten dann aber auch, sich sozial zu organisieren, im Pro oder im Contra. Es geht hier also um die Ausfaltung einer elementaren, uns alle betreffenden Eigenschaft in ihrer konkreten Realität. Das ist die Eigenschaft, dass wir Sozialwesen sind. Und nicht, bitte jetzt, ersparen Sie mir, dass ich Worte gebrauche wie Zoon Politikon, das steht zwar bei Aristoteles, aber das heißt ja bekanntlich, es war eigentlich eine Gemeinheit von Aristoteles. Das heißt nicht, dass wir Gemeinschaftswesen sind, sondern dass wir Stadtwesen sind, Poliswesen sind. Und dass man erst in der Stadt zum richtigen Menschen wird und was da draußen rumkriecht und keucht, das sind keine richtigen Menschen. Das ist also durchaus nicht ein Wort, was in Festreden hineingehört. Deshalb erspare ich es mir. Aber ich muss am Anfang irgendwie mal erklären, was ein soziales System ist. Ich habe das da aufgemalt. Das ist wahrscheinlich für die meisten von Ihnen schwer sichtbar. Aber vielleicht wird es durch die Erläuterungen einigermaßen sichtbar. Ein soziales System wird nicht etwa von Menschen gebildet. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, dass das soziale System letztlich gebildet wird durch die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, also durch ihre Sozialität, wie sie ihre Sozialität realisieren. Nicht, dass sie einfach Sozialwesen sind, das schafft noch kein soziales System. Sondern erst das Miteinander umgehen schafft ein soziales System. Sie sehen, dass ein soziales System immer zwei Elemente hat, die das soziale System sichern und eigentlich seine Corporate Identity ausmachen, seine Identität ausmachen. Das ist zunächst einmal eine bestimmte Struktur. Die sieht anders aus natürlich in einer Ehe als bei einem großen sozialen System, wie etwa mal das wie Europa einmal als soziales Wertesystem als Ganzes benommen worden ist. Dieses Europa ist zerfallen als Wertesystem, gibt es nicht mehr.
Aber wie Zerfall zustande kommt, einmal durch die Strukturen, auf der anderen Seite durch Bewusstseinsinhalte, Seinsinhalte, Bewusstseinsinhalte. Und die Bewusstseinsinhalte sind im Wesentlichen die Werte, die kollektiv internalisiert und akzeptiert werden. Und da habe ich hier oben hingeschrieben, mal die Basic Beliefs, die Grundüberzeugungen. In einem sozialen System sind bestimmte Grundüberzeugungen gemeinsam. Das brauchen natürlich nicht alle zu sein, aber bestimmte Grundüberzeugungen gemeinsam. Und zum Zweiten das Corporate Behavior. Das heißt, die Spielregeln, wie man miteinander umgeht, sind auch charakteristisch für ein soziales System. Dieses macht die Identität des sozialen Systems aus, bitte nicht Menschen. Das wusste schon Platon in den Nomoi, also in dem Buch über die Gesetze oder auch in der Politeia, in dem Buch über den Staat, sagt er, der Staat besteht nicht aus Menschen, sondern, oder auch die Nomoi, die Gesetze regeln nicht Menschen, sondern das Miteinander umgehen von Menschen. Der Staat hat, das würde die Würde des Menschen erheblich belasten, wenn der Staat sich einbildete, er hätte die Macht über Menschen. Das ist eine pathologische Staatsauffassung. Im Nationalsozialismus, wie auch in bestimmten Variationen des Marxismus, oft gesehen, der Staat hat nicht die Macht über Menschen, sondern er hat die Macht zu sagen, was an menschlichem Verhalten sozialverträglich ist und was nicht. Also, er reguliert nicht Menschen, sondern er reguliert die Interaktion zwischen Menschen. Auch in den Gesetzen. Es gibt kein Gesetz. Sie können ruhig mal im Schönfeld nachgucken, ob Sie da oder in irgendeiner anderen Gesetzessammlung nachschauen, ob Sie da etwas finden, was anderes reguliert, als die Weisen, wie Menschen miteinander umgehen. Oder auch Gesellschaften miteinander umgehen. Soziale System mit einem anderen Sozial umgeht. Selbst im Strafgesetzbuch sollte eigentlich nicht Menschen bestraft werden. Sie werden zwar bestraft, weil sie sich sozial unverträglich verhalten haben, aber diese soziale Unverträglichkeit beruht darauf, dass sie sich nicht an die Spielregeln, an das Corporate Behavior, das man in das eine Gesellschaft mitkonstituiert, gehalten haben. Also, die erste Erkenntnis ist, dass ein soziales System definiert wird in seinem Sein durch die Strukturen, die gesellschaftlichen Strukturen, die es sich gibt, in Ehe oder auch in Unternehmen oder auch in einer Partei oder auch in einem Staat oder auch in einem Großgebilde, wie an dem Gebilde, das man mal früher Abendland nannte. Und auf der anderen Seite durch Bewusstseinsinhalte, gemeinsame Werteüberzeugungen, die sich ausdrücken, zum einen in den Basic Beliefs, in den Grundüberzeugungen, Werte sich an den Grundüberzeugungen, und zum anderen im Corporate Behavior, in den Regeln, wie man miteinander sozialverträglich umgeht. Die Menschen, die dies jetzt internalisiert haben, diese Systemstrukturen, die Corporate Identity nach Sein und Bewusstsein internalisiert haben, hier diese Pfeile sollten das eigentlich anzeigen, bilden die innere Umwelt des Systems. Diese Internalisierung kann auf dreifache Weise geschehen. Wie kommen wir dazu, Werte, die eigentlich das System begründen, zu Werten zu machen, die unser Handeln mitbestimmen. Erst dann sind wir ja Mitglieder, zu hören zur inneren Umwelt des Systems. Da gibt es sicher verschiedene Intensitäten, angefangen von der Inkorporation, das ist eigentlich die Internalisierungsform eines Säuglings oder eines Kleinkindes.
das alles in den Mund steckt und es dann erkennt, weil es so aussieht, wie das ausgesehen hat, was er mal in den Mund gesteckt hat. Vom großen C angefangen, was Kinder so alles in den Mund stecken, ja, bis zum Stofftier. Und es beginnt dann aber schon sehr früh, meistens in den ersten Lebenstagen, mit dem Aufbau eines sozialen Systems. Was Sie daran sehen können, dass es tatsächlich Vater und Mutter unterscheiden kann, wenn beide Eltern vorhanden sind. Wenn es schreit, nachts schreit, und dann schreit es und der Papa kommt, dann schreit es anders, als wenn die Mama kommt weiter. Es bildet also schon ein soziales System aus, und zwar zwei soziale Systeme aus, einmal Mutter-Kind und einmal Vater-Kind. Das soziale System, das die Eltern miteinander verbindet, interessiert ein Kleinkind nicht, ein Baby nicht. Achten Sie darauf, dass schon wir diese primäre Sozialisation, die primärste aller Sozialisationsstufen, als Kleinstkinder durchlaufen und damit soziale Systeme aufbauen und in diesen sozialen Systemen leben. Diese Internalisierung, diese sehr frühe Internalisierung, nennt man, wie gesagt, Inkorporation, weil das unmittelbar auf den Körper des Kindes bezogen ist oder vom Körper des Kindes sogar etwa beim Stillen merkt es, dass die soziale Beziehung ganz intensiv ist, mit großem, großflächigem Körperkontakt am besten noch verbunden ist und baut dann das soziale System mit der Mutter auf. Das ist für die meisten Kinder das erste sehr, sehr intensive soziale System. Das dauert so ungefähr bis zum fünften, sechsten Lebensjahr. Dann schlägt die Sache um, dann will es die Mama nicht mehr leiden. Und dann wird es meistens ein Papa-Kind, ja? Nicht immer, aber meistens. Das heißt, es baut ein neues soziales System auf als zentrale Orientierungshilfe. Und das gilt jetzt nun für alle sozialen Systeme. Sie sind für die Mitglieder der inneren Umwelt eine wichtige, lebenswichtige, überlebenswichtige Orientierungshilfe. Ob das nun über diese Internalisation, die Vereinnahmung der Strukturen, der Strukturelemente des sozialen Systems über Inkorporation geschieht, wie bei einem Kleinkind, aber auch noch bei Erwachsenen, und wenn noch bei Erwachsenen diese Inkorporation geschieht, dann kann man ganz schnell erkennen an einem nahezu infantilen Verhalten von Erwachsenen. Nämlich Liebe und Hass schwingen oft in Minuten mehrmals hin und her. Wenn Sie solche Personen in Ihrem Unternehmen haben, dann schicken Sie ihnen am besten eine Abmahnung. Es ist nämlich auch selbst für einen Psychoanalytiker nicht erlaubt, weil das zu den sogenannten frühen Störungen gehört, dieses Borderline-Syndrom, so heißt das in der Fachsprache, dieses nicht mehr erkennbare, aus Gründen herleitbare Zu- und Abwenden von Menschen. Dieses soziale System ist ausgesprochen, das durch Internalisation über die Inkorporation zustande kommt, ausgesprochen gefährlich und nicht biophil, sondern eher lebensmindernd. Für alle Beteiligten. Also das sollte man möglichst aufbrechen, das System. Und das, wie gesagt, zu den frühen Störungen gehört, Borderline-Syndrom, gehört das unbedingt in psychiatrische Behandlung. Die zweite Methode, die finden Sie wahrscheinlich in Ihrem Unternehmen oder auch in Ihren Kindern, sehr oft, die Eltern oder auch, was ich, die Kirche oder irgendeine Partei, irgendeinen politischen Kontext mal internalisieren, davon begeistert sind,
Und sobald sie auch nur ums Geringste enttäuscht werden, die Sache fallen lassen und die Begeisterung da hinüber ist, dann sprechen wir von der Internalisierung des Systems durch Inkorporation, sondern es ist eine frühe Form der Identifikation, aber eine sehr zerbrechliche. Und auch hier, glaube ich, müsste man sehr darauf achten, dass hier keine Systemstabilität zustande kommt bei diesen Menschen. Der schwitzt das System aus, sobald es ihm nicht mehr passt. Die reife Identifikation mit einem sozialen System oder die reife Internalisierung mit einem sozialen System geschieht präzise durch die Identifikation. Ich identifiziere mich damit. Das ist dann auch belastbar gegen ein gewisses Maß von Enttäuschungen. Und wenn die Enttäuschungen zu viel sind, dann macht man das nicht wie bei der Introjektion eines Pubertierenden, der das System introjiziert, mit Wut dann externalisiert, wieder rausschmeißt aus seiner Selbstdefinition, sondern das System erstarrt dann in einer gewissen Gleichgültigkeit. Und das macht mir Sorgen, dass viele Menschen, denen mal auch viele Elemente zumindest oder Subsysteme unseres Großsystems, sozialen, politisch-sozialen, kulturellen, ökonomischen Großsystems, die das mal über Identifikation übernommen hatten, dann plötzlich in Gleichgültigkeit entlassen aus sich. Es ist mir gleichgültig. Nicht? Wenn Sie in der Politik sich mal die Ziffern der noch Wählenden anschauen, dann sehen Sie, wie groß die Gleichgültigkeit bei vielen schon geworden ist. Denn Menschen, die wirklich das System, das politische, ökonomische, soziale und kulturelle System Bundesrepublik Deutschland internalisiert haben, die wählen auch. Es sei denn, sie sind wirklich sichtbar und offensichtlich auch aufzeichnbar von diesem System enttäuscht worden. Dann rutscht das System in die Gleichgültigkeit und hier müssen wir uns jetzt vielleicht mal ein bisschen über täuschen und enttäuschen Gedanken machen. Ich glaube, dass sicher mehr als die Hälfte der Bürger von einem dieser drei Aspekte, der vier Aspekte, politisches System, ökonomisches System, soziales System und kulturelles System, Bundesrepublik Deutschland, das sind die vier wichtigsten Teilsysteme, so enttäuscht waren oder wurden, dass sie sagen, das ist mir gleichgültig, ich wähle nicht. Nicht wer auch immer Politik, Wirtschaft und damit auch Wirtschaft, Soziales und Kulturelles weitgehend mitbestimmt, der ist für mich nicht mehr tolerabel. Laufe ich nicht hin. Alle sind gleich schlecht. Das zeigt gleichzeitig, wie ein System stirbt. Nicht? Weitgehend durch Identifikation mit dem System gebildete Einheit zwischen Struktur und der inneren Umwelt, einem Element der inneren Umwelt, einem einzelnen Menschen etwa, oder einer Gruppe von Menschen, enttäuschtes System, die gehen dann in die Gleichgültigkeit. Die wandern in die Gleichgültigkeit. Und wenn die Gleichgültigkeit groß genug ist, dann sind sie erstens anfällig für verführende Systeme. So ist Weimar zugrunde gegangen. Oder auch vielleicht für ein neues, besseres System. Ich weiß zwar nicht, wie das aussieht, bevor Demokratie und Kapitalismus als die wichtigsten ökonomischen und politischen Stützpfeiler, auch mittelbar kulturellen und sozialen Stützpfeiler, unseres jetzt bestehenden Systems Bundesrepublik Deutschland noch nicht waren, also zur Zeit etwa
des späten ausgehenden Mittelalters oder auch der frühen Neuzeit. Da konnte kein Mensch voraussehen, wie die späte Neuzeit aussieht. Selbst vor 10 Jahren hätte noch keiner voraussehen können, dass Bush II einen Krieg führt, der sehr problematisch ist zumindest, der wahrscheinlich gar nicht zu gewinnen ist. Das hat schon mal jemand versucht, nämlich die Franzosen, im Algerienkrieg Algerien zu befrieden. Der Erfolg war gleich null. Die Franzosen mussten unter de Gaulle abziehen. Und es ist sehr schwer, ein islamisches System zu bekriegen. Nicht? Und hier sehen Sie, dass das System Irak noch lange nicht zugrunde gegangen ist. Vielleicht ist es genauso, wie es den Franzosen nicht gelungen ist, das System Algerien unterzubuttern. Das System ist nicht zugrunde gegangen und wird deshalb nicht, weil wir mit unseren abendländischen Vorstellungen glauben, wir könnten ein solches System besiegen. Nicht? Der Irak ist mit diesen abendländischen Vorstellungen nicht zu besiegen. Es ist ganz einfach, als Bush II feierlich verkündete, der Irakkrieg ist zu Ende, weil das die Nordgrenze erreicht hatte, da fing der Krieg erst richtig an, weil er sich in seiner abendländischen Denke nicht vorstellen könnte, dass so gut wie keine Elite-Truppen in den Kampf geschickt worden sind, sondern die praktisch fast widerstandslos von 2, 3 Nestern abgesehen die Nordgrenze erreichen konnten. Er konnte nicht verstehen, dass die Elitesoldaten kostet nach Hause gingen und ihre Uniformen verbrannten und sich zivil angezogen haben und jetzt den Krieg so weiterführen. Und zwar praktisch beliebig lange. Nicht? Das ist eine Wiederholung des Algerienkrieges in vielem. Der nur dadurch zu beenden ist, dass man sagt, okay, wir machen nicht mehr mit. Wir sind nicht mehr eure Gegner und seht mal zu, wie ihr alleine zurechtkommt. Nicht so können auch Systeme zugrunde gehen und aus der Leiche eines bestehenden Systems, Saddam Hussein oder Algerien, ist ja gleich, was für ein neues System entstehen kann. Das neue algerische System ist in keiner Weise zu vergleichen als das System, das von Franzosen beherrscht wurde. Algerische System. Sie finden jetzt in Algerien keine bettelnden Kinder mehr. Das ist sonst in den ganzen Maghreb-Staaten üblich, dass die Kinder betteln. Gibt es nicht mehr. Es wird nicht mehr gehandelt. Nicht, wenn Sie eine Wassermelone kaufen wollen, die kostet halt 2 Dinare und Sie können sagen, ich biete Ihnen nur 1,5 an und dann sagt schon, go off. Also ist ein völlig neues System entstanden, und zwar in unmittelbarer Anlagerung an ein untergangenes System. Das gibt es also auch. Es gibt auch Vakua zwischen Systemen, aber darüber müssen wir uns nachher noch gründlicher unterhalten. Bleiben wir bei dem ersten konkreten System, das auch für Sie deutlich als System erfahrbar ist. Das ist die Partnerschaft. Mag sie die Form einer Ehe annehmen oder nicht, das ist zweitrangig. Ja, die Ehe steht dann immer noch unter der Drohung der Kirche, nicht? Wehe, wenn ihr euch nicht sozialverträglich im Sinne der Systemtreue und der Basic Beliefs und der Corporate Behavior, die Kirche euch vorgibt, verhaltet, dann. Es gibt noch die ein oder andere Ehe, die dann also aufgrund der tatsächlichen Eheschließung länger hält als eine freie Partnerschaft. Immerhin, auch freie Partnerschaften können lange halten. Mein
jetzt gerade 20 Jahre alter Sohn hat immerhin 19 Monate mit einem Mädchen zusammenleben können. Nicht? Das ist, ist ja schon mal eine tolle Leistung, nicht? Für einen 20-Jährigen. Aber bleiben wir ruhig mal bei dem sozialen System, nennen wir es mal Ehe, und sehen davon ab, ob das eine sanktionierte Ehe oder eine freie Ehebildung ist. Die Ehebildung ist sicher die elementarste und von uns auch am intensivsten erlebte Form von Systembildung. Nicht? Zwei Partner bilden ein System und wenn Kinder noch dazukommen, werden die in das System meistens auch integriert. Damit ändert sich natürlich, wenn ein neues Leben in das System eintritt, das System. Das heißt, die Basic Beliefs und das Corporate Behavior ändern sich. Also sobald Kinder da ist, ist das System ein völlig neues. Es muss völlig neu geschaffen werden. Und deshalb, weil die Strukturen andere geworden sind. Nicht? Die Partner können nicht mehr so miteinander umgehen, wie sie das vorher getan haben. Aber bleiben wir jetzt mal bei dem ursprünglichen, also kinderlosen Partnerschaftssystem. Wir können dabei beobachten, dass wie in jedem anderen System auch sich langsam bestimmte Regeln ausbilden, die beide Partner für sozialverträgliches Handeln festlegen. Nicht, wenn es kommt natürlich dann auch zu Streit, wenn da die Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse sich wandeln, wandeln sich dann auch gelegentlich Corporate Behavior und Basic Beliefs, natürlich. Sodass auch, und das bitte ich sehr zu beachten, das können Sie sehr gut an der Partnerschaft beobachten, am System Partnerschaft beobachten, das System ein lebendiges ist. Es ist dann ein lebendiges, wenn eine gewisse Dynamik darin steckt. Sonst ist es, dann leben zwei Zombies miteinander, ja? Menschen, die noch so aussehen wie Menschen, aber tatsächlich längst innerlich gestorben sind. Denn drei Dinge sind in jeder Partnerschaft vorhanden, die oft streitig gelöst werden und damit überflüssigerweise streitig gelöst werden. Deshalb, weil der Grund des Auseinanders nicht erkannt wird. Das ist erstens sicher, dass in jeder Ehe die Bedürfnisse nach Nähe und Distanz verschieden sind. Die wechseln. Der eine hat ein Nähebedürfnis und das korreliert eben halt nicht mit einem Distanzbedürfnis des anderen Partners. Und das wechselt dann so hin und her und gibt eine bestimmte Dynamik in die Ehe hinein. Dann sicher auch Schuldzuweisungen. Nicht, warum hast du mal wieder nicht oder du hast das doch versprochen und hast es nicht getan. Warum dann bist du so unzuverlässig und solche Sachen. Also diese Schuldvorwürfe bilden den zweiten Punkt jeder Soziodynamik des Systems Ehe. Und ein dritter Punkt, der dazugehört, sind immer Dominanzkämpfe. In jeder Ehe gibt es Kämpfe, wer in welchen Situationen was zu sagen hat. Nicht? Wenn einer dann so niedergeknüppelt wurde, dass er nichts mehr zu sagen hat, sondern einer alles sagt und bestimmt, dann ist das soziale System Ehe auch nicht mehr existent, weil nicht mehr dynamisch. Jedes System muss eine gewisse Dynamik haben, sonst sprechen wir von einem Konglomerat. Nicht? Konglomerat zwischen zwei Menschen oder auch von einem ganzen Unternehmen. Ich kenne ganze Unternehmen, die aus Konglomeraten bestehen, die nirgendwo ein soziales System
bilden. Das Konglomerat ist dadurch gekennzeichnet, dass jeder seinen Nutzen sucht oder den Nutzen seiner Gruppe sucht oder seiner Partei sucht und nicht den Nutzen des Gesamten mehr im Auge hat. Was wir im Augenblick in der Politik haben, wir können nicht sagen, die Bundesrepublik bildet ein politisches System, sondern sie ist typisch für ein Konglomerat, im Augenblick jedenfalls, es war nicht immer so, weil jeder Kollektivegoismen oder auch Individualegoismen hat, die sich miteinander beißen und nicht mehr das gemeinsame Ziel, nämlich das ökonomisch, politische, soziale und kulturelle Wohlergehen der Bundesrepublik Deutschland ernsthaft im Auge hat, als zart und entscheidungsrelevant. Nicht, da habe ich so meine Sorge, dass das aus diesem Konglomerat jemals wieder ein System werden kann und wie. Aber kehren wir zurück zum System wieder eher als dem typischen und von uns allen erlebten System. Das gilt auch analog für Freundschaft, für Partnerschaften auf Freundschaftsebene. Es braucht nicht unbedingt erotische Beziehungen bestehen. Es kann kameradschaftliche Bindungen geben, die dazu führen, dass ein soziales System zustande kommt. Also die drei schon von Platon genannten, leider im Deutschen nur durch ein Wort, nämlich das Wort Liebe, gekennzeichneten Bindungsformen zwischen Menschen, die sind schrecklich. Nämlich weil jetzt Sexus, Eros, Philia und Agape in einem Wort zusammengefasst werden. Und das ist schlimm. Nicht? Zum Beispiel, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das meint selbstverständlich Agape und nicht, was ich, nicht Eros, Sexus oder Philia. Nicht? Und auf diese Weise verstehen manche noch nicht mal in Ansätzen das Christentum. Die Agape ist die größte und die dynamischste Form des Geschehens zwischen zwei Menschen, die vielleicht am ehesten in dem Wort der beziehungsreichen, vieldimensionalen Freundschaft, die Freundschaft, die also nicht eindimensional ist, wiedergegeben werden kann. Aber wir haben im Deutschen kein passendes Wort für Agape. Wenn die Ehe zerbricht, dafür gibt es dann zwei Gründe. Für den Untergang des sozialen Systems Ehe gibt es zwei Gründe. Entweder da oben die Struktur zerbricht. Das ist dann, weiß ich, etwa gegeben im Fall der Ehescheidung im Seinsbereich. Oder das Corporate Behavior und die Basic Beliefs sind nicht mehr zureichend deckungsgleich. Das sind die beiden Möglichkeiten. Dann gibt es keine innere Umwelt mehr, sondern habe ich dann ein Konglomerat von und kriege nicht ein System. Es gibt also auch schon zwei Konglomerate. Meine normale sonntagsvormittägliche Tätigkeit besteht darin, eben den Versuch zu machen, zerbrechende soziale Systeme vom Typ Ehe, wie wir es eben genannt haben, in der universellsten Form, wieder zu einem stabilen System zu machen, dadurch, dass die Bewusstseinselemente, die Basic Beliefs und das Corporate Behavior wieder von allen einigermaßen mit zureichend großem Durchschnitt
als für alle beide Partner, als sozialverträglich, auch nach innen als auch nach außen akzeptiert und erkannt wird. Gehen wir jetzt mal eine Stufe weiter, nehmen wir mal ein Unternehmen, ein soziales System. Manche von Ihnen sind ja in Unternehmen beschäftigt oder sogar führend beschäftigt. Auch hier gilt es sehr genau zu unterscheiden zwischen denen, die das System in irgendeiner Weise internalisiert haben, am besten sich also mit dem Unternehmen, das heißt also vor allen Dingen mit den Basic Beliefs, mit der Seinsstruktur des Unternehmens, das ist meistens weniger problematisch, also als mit der Bewusstseinsstruktur des Unternehmens, mit den Basic Beliefs und mit dem Corporate Behavior leben können. Also die eben diese beiden Elemente als nicht konstitutiv für ihr Zusammenleben mit den anderen betrachten. Das führt dann dazu, dass das Unternehmen dann zu einem verfällt, zu einem Konglomerat und nicht mehr ein System eigentlich ist, im engeren Sinne, im strengen Sinne. So ein Konglomerat ist von Individuen oder Gruppen von Individuen, die ausschließlich ihren eigenen Nutzen suchen, nicht mehr den Nutzen des Unternehmens. Ich schätze, ich bin nun in einigen Unternehmen entweder beratend tätig, sogar jetzt im Augenblick sind es nur noch vier Unternehmen als Aufsichtsrat tätig. Die Mühsal, die sich die Vorstände geben, den Zerfall des Unternehmens zu verhindern und das System zu einem Konglomerat werden zu lassen, die ist oft sehr ausgedehnt. Aber es gibt auch Vorstände, denen das völlig gleichgültig ist, die selbst sich nicht mehr identifizieren mit dem Unternehmen, sondern auch mit ihrem Gehalt. Und im Unternehmen selbst ist ihre wichtigste Beschäftigung das Spiel von Intrigen, um ihren Vertrag verlängert zu bekommen und beim Aufsichtsrat bei dem einen oder anderen einen guten Eindruck zu machen. Nicht, wenn das einmal so weit gekommen ist, dann bedarf es einer oft jahrelang sehr gezielten Personalpolitik, um das Unternehmen wieder zu einem System zurückzuführen. Also wenigstens einen gewissen Fundus, so geht man in unserem Unternehmen miteinander um, wenn es sozialverträglich sein soll. Sonst ist es sozial unverträglich, wenn ich anders umgehe, das kommt immer mal vor. Aber im Regelfall gehe ich so mit dem anderen Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzten um, dass die Sache sozialverträglich ist. Ist sie nicht sozialverträglich, dann auf die Dauer nicht sozialverträglich, dann entgleitet mir das Unternehmen, wenn ich identifiziert habe, in die Gleichgültigkeit. Das ist die Form der inneren Kündigung, die gelegentlich dann auch in eine äußere Kündigung ausläuft. Also innerliche Kündigung ist am gefährlichsten und kommt auch wahrscheinlich am häufigsten vor bei Vorständen. Die sind gar nicht mehr am Nutzen des gesamten Unternehmens interessiert, sondern an ihrem eigenen Nutzen. Und was muss ich tun, damit ich einen Fünfjahresvertrag habe, der nahezu abgelaufen ist, dass der verlängert wird? Die Vorstände wirklich in ihre Vorstandsfunktion einzusetzen, dass sie zunächst mal auch mit den Hauptabteilungsleitern oder wie die hierarchische Stufe darunter aussieht, ein Team bilden, das nicht auf Rechthaberei gründet, sondern auf dem gemeinsamen Bemühen, Irrtümer und Täuschungen zu minimieren
um zur optimalen Lösung eines Problems zu kommen, sei es ein Personalproblem, sei es ein Sachproblem. Wenn das geschieht, dann ist tatsächlich, dann verhält sich auch ein Vorstandssystem gerecht. Sonst, wenn er das nicht tut, wenn er nur meistens mit einem Hauptabteilungsleiter oder vielleicht auch noch zwei, drei Abteilungsleitern eine Clique bildet, die ihren eigenen Nutzen sucht, dann zerstört er das System hin auf ein reines Konglomerat. Nicht? Und solche Vorstände sind unbedingt und unter allen Umständen aufzulösen, ist der Bestandsvertrag unbedingt abzulösen, oder das Unternehmen geht dann früher oder später zu Gericht und meldet wegen zumindest drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz an. Also ich kenne kein einziges Unternehmen, obwohl ich eine ganze Reihe davon im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, das in die Insolvenz gegangen ist oder damals früher in Konkurs gegangen ist. Gott sei Dank haben wir jetzt ein eigenes Insolvenzrecht, das wir wirklich, wenn von einem geschulten Insolvenzverwalter das Unternehmen nicht mehr gerettet werden kann, als letzte Möglichkeit dann auch der Konkurs in Frage kommt. Aber wirklich als letzte Möglichkeit. In diesem Insolvenzrecht, gerade nach § 19, gemäß § 19 des Insolvenzrechts, drohende Zahlungsunfähigkeit, ich meine jetzt juristische, nicht ökonomische, Zahlungsunfähigkeit droht, dann kommt es wirklich darauf an, das System zu retten. Das System zu retten. Ist das mittlerweile in Konglomerat von Einzelinteressen zerfallen, dann helfen alle Stützungsmaßnahmen nicht mehr. Dann kann man Teile des Unternehmens vielleicht noch verkaufen. Ich bin dabei, für 1 bis 2 Euro ein Unternehmen zu verkaufen, in dem ich mal Aufsichtsrat war. Aber es geht halt nicht. Keiner will das. Jedenfalls, der will sehen, dass er weitgehend ein entschuldetes Unternehmen für 1 oder 2 Euro kauft, aber nicht ein überschuldetes. Man kann das natürlich den alten Trick machen, man teilt das in 2 Unternehmen auf. Eines ist schuldenfrei, das andere ist total überschuldet und lässt das total überschuldete Konkurs gehen. Konkurs gehen ist eine gelegentlich angewandte Strategie, soll nicht heißen oft, aber sie kommt vor. Also, ein Unternehmen ist dann und nur dann ein soziales System, wenn klare Strukturen vorhanden sind. Ich schlage immer vor, wenn es möglich ist, nicht horizontale Strukturen zu wählen, sondern vertikale Strukturen zu wählen, weil nur dann es wirklich möglich ist, halbwegs sicher abzubilden, die Wertschöpfung, jetzt nicht im betriebswirtschaftlichen Sinne verstanden, die gesamte Wertschöpfung, die geschieht durch die Arbeit in einem vertikal gezogenen Strang und die Prozesskosten, die in diesem Strang und durch diesen Strang anfallen, miteinander zu vergleichen. Also ich schlage immer vor, nicht horizontale Strukturen anzunehmen. Ich schlage sogar vor, dass eine Ehe nicht eine horizontale, ein horizontales System wird, sondern dass das Leben mit einem Menschen das andere Menschsein voll akzeptiert. Das andere des Menschseins des anderen voll akzeptiert. Also auch da keine horizontale, sondern eine vertikale Trennung. Und dann kann man fragen, wer sorgt dafür, dass wir ein soziales System bleiben? Wer sorgt dafür, das muss jeder Einzelne dafür sorgen, das kann nicht der Verantwortung der Partnerschaft überlassen bleiben.
dass unser Verhalten zueinander, aber auch zu anderen Menschen sozialverträglich ist. Und welche Spielregeln müssen wir beobachten? Also ich erlebe sonst immer, die kommen dann zu mir und zanken sich. Nicht? Das heißt, sie haben eine horizontale Begegnung. Im Betrieb würde man vom Betriebsabrechnungsbogen sprechen. Da sind ja solche horizontalen Linien, werden Primärkosten und Sekundärkosten in magischer Weise aufeinander abgebildet. Ich habe noch nie einen Betriebsabrechnungsbogen gesehen, der wirklich Auskunft über den Zustand des Unternehmens gab, höchstens in der Summe, da unten rechts irgendwann mal. Aber nicht mit welchen Produkten das Unternehmen das mit seinem Geld wirklich verdient. Nicht? In welcher, wenn ich jetzt senkrechte Strukturen mache und das System also von der horizontalen Struktur in die senkrechte Struktur bringe, dass es dann erst möglich ist, zu sagen, welches Produkt des Unternehmens oder welche Produktgruppe des Unternehmens sich rentiert und welche nicht. Paradigmatisch sind diese beiden Systeme, nämlich einmal das System Ehe und zweitens das System Unternehmen, die ganz gut etwas, weil Ihnen allen ja zugänglich oder den meisten von Ihnen unmittelbar zugänglich, als Träger von Beispielen am nächsten liegen und am verständlichsten sind. Besser jedenfalls, als wenn ich jetzt eine Analyse des Großsystems, das mache ich vielleicht zum Schluss, des Großsystems Bundesrepublik Deutschland nehme, das wie schon angedeutet ein Konglomerat ist. Es ist nur die Frage, wann war es ein System und wird es hier ein System werden können? Das ist eine andere Frage. Aber erst bleiben wir mal bei diesen beiden anderen Systemen, Ehe und Unternehmen, und schauen jetzt mal zu, was bedeutet die äußere Umwelt dazu. Nicht das System, achten Sie darauf, das System wird begründet durch die da oben gemalte horizontale Strukturelemente, sei es Bewusstseinselemente, sei es äußere Strukturelemente, muss man da was auf lauter drehen? Nein, das habe ich auch gerade. Ja, so. Nein. Auch meine guten Ratschläge können ruhig alle hören, nicht? So, probieren wir mal. Ist das jetzt ein bisschen lauter hinten für Sie? Nein? Dieses hier. Ja, ich halte es normalerweise unters Kinn, aus alter Gewohnheit, und spreche nicht genau in das Mikrofon, weil man das bei mir mal bei irgendwelchen Fernsehaufnahmen verboten hat, genau in das Mikrofon zu sprechen. Dann hört man nämlich jeden Atemzug, und das ist nicht unbedingt erbaulich, immer wenn der Redner einen Atemzug tätigt, den auch noch mitzuhören. Also die äußere Umwelt. Das System besteht aus dreien, wie gesagt. Einmal wird es konstituiert durch den obersten Balken, die Struktur, die Corporate Identity. Dann durch die innere Umwelt. Die innere Umwelt ist dadurch gekennzeichnet, dass sie in irgendeiner Weise internalisiert hat. Da oben die Strukturelemente, sei es Seins- oder Wertstrukturelemente. Und endlich natürlich auch die äußere Umwelt, die gehört auch noch mit zum System. Das vergessen manche Menschen. Das ist für die Partnerschaft, sind das die Freundschaften, oder vielleicht auch Feindschaften, die man gemeinsam hat, die man jetzt bei bestehendem inneren System gemeinsam hat.
Freundschaften wie Feindschaften. Die bestimmen weitgehend auch das Verhalten der im inneren System, zum inneren System Gehörigen. Also das wird nicht ausschließlich bestimmt von der Struktur, sondern auch von der äußeren Umwelt. Beim Unternehmen ist die Sache, denke ich, fast noch klarer. Die zur äußeren Umwelt eines Unternehmens gehören die Kunden, das Wichtige, vielleicht das Wichtigste, dann aber auch die Lieferanten, und dann die politische Umwelt, dann die Wettbewerber. Alles das gehört mit zu einem System und bestimmt auch das Verhalten der Menschen in der inneren Umwelt. Wir haben also zwei Faktoren oder drei Faktoren, die das Verhalten der Menschen in der inneren Umwelt bestimmen. Erstens mal, sie bilden ein System. Zweitens, sie bilden ein System durch Internalisierung der Strukturelemente. Und drittens, sie haben auch eine gemeinsame Außenwelt. Die kann verschieden intensiv sein. Es wäre schlimm, wenn beide Ehepartner die gleichen Freunde etwa und Feinde hätten. Das würde die Dynamik des Systems massiv stören. Dann ist es auch sehr wichtig, meine ich jedenfalls, bei einem ökonomischen System, dass man das äußere System erstmal mit versteht als Systemteil und nicht einfach eliminiert als etwas, was mich nichts angeht. Da kann allerdings etwas ankommen, oder was nicht auch mein Verhalten bestimmt, oder das Verhalten der Mitglieder des inneren Systems. Die wichtigsten Elemente des äußeren Systems sind schon etwa die Familienangehörigen zur inneren Umwelt des Systems gehörigen. Nicht, wenn die also das System ständig schlecht machen, wird früher oder später der Partner das System auch nicht mehr so gut finden. Also auch die Familien gehören in einem Unternehmen mit zur äußeren Umwelt. Und die Kultur dieser äußeren Umwelt, jetzt der Familienumwelt, die wird sehr oft vernachlässigt. Ich habe es schon mal gesagt, in einem früheren Vortrag, den ich hier halten durfte, wenn ich in einem System beratend gerufen werde, dann erwarte ich von jedem Vorstand, dass er, oder auch von jedem Vorstand, dass er wenigstens die Vornamen der Kinder seiner wichtigsten Mitarbeiter kennt. Das heißt von jedem Führenden, nicht nur von jedem Vorstand erwarte ich das. Nicht den Vornamen des Ehepartners brauche ich nicht unbedingt zu kennen, aber der Kinder sollte man kennen. Dann ist so etwas nämlich im Unternehmen aufgebaut worden wie ein Vertrauensfeld. Das ist jetzt hier nicht ganz unwichtig. Welche Eigenschaften muss der Mensch in der inneren Umwelt haben, um für die äußere Umwelt optimal zu agieren, die äußere Umwelt optimal zu behandeln, innere und äußere Umwelt? Also erstens mal, dass er zureichendes Fach- und Sachwissen hat, nicht, und nicht jede Fehllieferung auf den Lieferanten schiebt. Solche Leute gibt es. Zweitens, dass er in der Lage ist, um sich herum ein Vertrauensfeld aufzubauen. Wer kein Vertrauensfeld um sich aufbauen kann, der ist zum Führen ungeeignet. Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, ist er für die innere und äußere Umwelt eine Gefahr.
und mache anscheinend, und hier sehen Sie dann auch den Einfluss der inneren Umwelt und die Dynamik der inneren Umwelt, aber auch den Einfluss der äußeren Umwelt auf die innere Umwelt, dann ist er eine Gefahr für das Unternehmen und mag er auch die Struktur des Unternehmens noch so stark und intensiv internalisiert haben. Ich habe Ihnen das, glaube ich, das vorletzte Mal oder das letzte Mal schon gesagt, dass ich so Radio-Kataloge von jedem im Unternehmen Führenden bis Meister oder weiß ich, Polier oder was auch immer. Bei den Letzteren brauche ich natürlich die Zustimmung des Betriebsrates. Von jedem Führenden unterschreiben lasse, dass wenn betriebsbedingte Entlassungen notwendig wären, diese seine Unfähigkeiten, also da Unfähigkeiten in einem der drei Punkte berücksichtigt würden und wenn einer der drei Punkte berücksichtigt wird, als fehlerhaft beurteilt wird, dass dann notwendig daraus folgt, dass er keine weiteren Aufstiegschancen im Unternehmen hat. Das Problem ist, dass viele notwendige Prozesse im Unternehmen nicht durchführen, weil sie vielleicht ein zu gutes Herz haben oder sowas, weil sich einbildet, sie hätten ein zu gutes Herz oder ein zu ausgebildetes Gewissen. Sich trennen zur rechten Zeit ist die Voraussetzung, dass sich trennen können zur rechten Zeit ist die Voraussetzung einer funktionierenden inneren Unternehmensumwelt. Ist hier ist mal wieder angewandt auf die Ehe. Auch da ist die Möglichkeit der Trennung prinzipiell zu akzeptieren. Ob damit die Erlaubnis der Wiedervereinigung mit einem anderen Partner gegeben ist, das ist Frage der Konfessionszugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche oder nicht. Nicht für die Katholiken ist es halt scheinbar, nicht anscheinend, scheinbar verboten. Für die evangelischen Christen ist es im Regelfall nicht gern gesehen, aber erlaubt. Nicht scheinbar verboten ist es deshalb, weil nur der Papst der Meinung ist, das sei verboten. Ja, deshalb, weil der Papst leider seinen Codex Juris Canonici, das kirchliche Rechtsbuch, nie gelesen hat. Er hat es nur unterschrieben. Das stammt aus dem Jahre 1983. Der letzte Paragraph handelt über die Ersetzung von Pfarrern, die Versetzung von Pfarrern. Nicht? Bei der Versetzung von Pfarrern ist sehr darauf zu achten, dass die religiösen und seelsorglichen Belange dadurch nicht gestört werden. Das heißt, von der Versetzung ist abzusehen, wenn dadurch religiöse Belange gestört werden. Etwa die Gemeinde, die Frau unbedingt behalten will. Und nur der Bischof unbedingt ihn aus irgendeinem Grund versetzen will. Wie das, und jetzt kommt das entscheidende Wort, wie das für alle Kanonis dieses Buches gilt, dieses Gesetzbuches gilt. Ja, das heißt, der absolute Primat der Seelsorge vor dem Recht, das hat der Papst offenbar selbst noch nicht gelesen, ist in der katholischen Kirche seit 1983 zwingend gültiges Recht. Ich weiß es beim besten Willen nicht, warum der Herr Kardinal, aber auch unser Bischof von Limburg, der an den Zulassungen zu den Sakramenten von wiederverheirateten Geschiedenen ist. Ja, eine Anfrage zu schicken nach Rom ist natürlich töricht, weil der Papst natürlich dagegen ist. Andererseits sagt aber das kirchliche Rechtsbuch, dass aus seelsorglichen Belangen, wenn seelsorgliche Belange anderes vorschreiben, dass man sich an die seelsorglichen Belange orientieren sollte, immer remoto scandalo, wenn man dadurch kein Ärgernis gibt.
Also hier sehen Sie typisch Symptome eines zerfallenden Systems. In diesem Fall des Systems Kirche. Das führt früher oder später dazu, dass es ein reines Konglomerat wird, in dem jeder macht, was er will. Oder wenn er ein gut geschultes Gewissen hat, was ihm sein Gewissen sagt. Und nicht, was der Papst ihm sagt. Nicht, dann ist die Kirche ein Konglomerat geworden aus einem System, das sie mal war und vielleicht auch wieder werden wird. Ist sie jetzt zum Konglomerat von Leuten, von Menschen geworden, die ihr Gewissen als höchste Norm, das ist allerdings auch kirchliche Lehre, als höchste und letzte Norm betrachten. Aber wenn sie eben halt der Meinung sind, dieses ist erlaubt nach gründlicher Gewissensprüfung und jenes nicht, dann ist das gleichgültig, was der CEC oder der Papst dazu sagt. Also das ist der Codex Nivus Canonici oder das kirchliche Rechtsbuch oder der Papst dazu sagt. Das ist in der ersten Stunde Moraltheologie kriegen wir das beigebracht. Aber die meisten vergessen natürlich, dass, auch wenn sie dann Pastor sind oder Pastor sind, Pfarrer sind, dass das Gewissen die einzig verbindliche Richtschnur sittlichen Handelns ist. Die einzige. Nicht? Und wer wagt das jetzt heute noch von der Kanzel zu reden? Weil er fürchtet, vom Pfarrer oder vom Bischof oder von wem auch immer einen auf den Deckel zu bekommen. Ist Lehre der Kirche seit spätestens dem 2. Jahrhundert. Also, und damit auch aller Abzweigungen, die Kirche im Laufe ihrer Zeit wie ein Baum so seine Zweige hat. So hat also auch die Kirche ihre Zweige. Und für die gilt eben dieses auch. Der höchste Richter über uns ist unser Gewissen. Das gilt jetzt für alle sozialen Systeme. Wir können sozialen Systemen nur zugehören, wenn unser Gewissen diese Zugehörigkeit positiv beurteilt. Wann wird unser Gewissen positiv beurteilen? Wenn wir über den höchsten sittlichen Wert verfügen, einen höchsten sittlichen Wert verfügen, den wir verantwortet übernommen haben. Und da gibt es eben halt nur drei, über die wir schon mehrmals in diesem Raum gesprochen haben. Das ist zum einen die Würde des Menschen, Immanuel Kant, die Minderung von Entfremdungen, dass sich Menschen selbst fremd werden, anderen fremd werden, ihrer Arbeit fremd werden, der Umwelt fremd werden. Karl Marx, oder die Biophilie, von der ich heute Morgen im Gottesdienst schon gesprochen habe, als höchster sittlicher Wert. Es ist immer dann, ich handle immer dann sittlich, einwandfrei, wenn ich über das Ganze bilanziert, über alle Rücksichten bilanziert, zu dem Schluss komme, ich mehre damit eher Leben, als dass ich Leben mindere. Personales Leben. Die Frage des Grundes von Zerfall von sozialen Systemen ist wahrscheinlich einer, der vielleicht sogar der wichtigste, der Zerfall der Wertesysteme. Und wenn ich nicht über einen höchsten Wert verfüge und ihn nicht kenne, dann sind alle subordinierten, darunter liegenden Werte, werden unsicher, werden unklar, werden unscharf, stehen in Opposition zu anderen,
Werten, die andere Menschen haben oder ich selbst auch habe. So ist das Bemühen, auch in jedem sozialen System konstruktiv zu leben, das Bemühen, dass wir nicht nur delegieren können, weil du es nicht tust, brauche ich es auch nicht. Soweit wir es können, unsere höchsten sittlichen Werte in den sozialen Systemen, Ehe, Unternehmen, Staat oder wo auch immer, einzusetzen und anzuwenden. Dann haben wir das getan, nämlich die Corporate Identity wieder zu sichern und mit der Sicherung der Corporate Identity auch das soziale System zu stabilisieren. Es kann dann ganz anders aussehen in der Organisation. Es kann anders aussehen in seiner Gesetzgebung. Es kann anders aussehen, wie es diesen höchsten Wert, der von vielen vertreten wird, im Einzelnen bricht, kulturell, sozial, ökonomisch, politisch. Aber wenn das nicht geschieht, wenn kein Wertekonsens da ist, zerbricht jedes soziale System, von der Ehe angefangen bis zu dem sozialen System, was wir früher mal Abendland, Europa nannten. Sie brauchen nur jetzt mal zu sehen, wie stark wir in der Globalisierung sind und von der systemischen Einheit uns entfernt haben, in den Stellungnahmen zu dem dritten Golfkrieg. Also im jetzt sich ablaufenden Golfkrieg ist ja der dritte. Der zweite Bush-Krieg. Nicht, darüber gibt es keine über, auch nationalübergreifende Antwort mehr, wertbegründete Antwort mehr. In Werten gründende Antwort mehr. Sondern da sind die Informationen, die die Nachrichtendienste geben, viel wichtiger als das eigene Gewissen. Und wenn der deutsche Nachrichtendienst zu dem Ergebnis kommt, Saddam Hussein hat keine Massenvernichtungswaffen, und wir sagen, dann nehmen wir natürlich nicht auch in den Krieg teil, dass das ihr primäre erklärte Ziel hat, diese zu vernichten, diese Massenvernichtungswaffen, dann wäre es für uns ein wirkliches politisches Versagen, an dem Krieg teilzunehmen. Und wir sollten stolz darauf sein, dass hin und wieder mal ein kleines Fünkchen Licht auch in die Großhirnrinden der uns politisch Führenden fällt. Ja, das ist nicht so ganz ohne. Wissen Sie, auch hier will ich mal wieder Platon zitieren. Der war gegen die Demokratie, weil Demokratie nach Platon Herrschaft des Mittelmaßes bedeutet. Und wenn wir so die Landschaft angucken, dann scheint also Platon sich nicht allzu sehr geirrt zu haben. Andererseits haben wir nichts anderes. Wir wissen keine bessere Struktur. Also er ist gescheitert. Er selbst ist mit seinem Konzept total gescheitert, nämlich die Herrschaft der Weisen einzurichten. Denn die Weisen mussten früher oder später dann auch ihre Beschlüsse notfalls unter Androhung oder auch Vollzug der Todesstrafe durchsetzen. Und damit ist die Weisheit hinüber, ja. Also die Herrschaft der Weisen, darüber hat ja Herr Popper in dem Zauber Platons ein sehr schönes Buch geschrieben, ist in sich widersprüchlich. Also, unsere Aufgabe ist, wenn wir schon dieses System, das demokratische System, so wie es nun mal ist, der Bundesrepublik Deutschland, das in sich natürlich total absurd ist. Nicht die zweite Kammer ist eine reine Kammer, die sich zusammensetzt aus Exekutive. Die gleichberechtigt neben die Kammer der Legislative zu setzen, ist nackter Unsinn.
Nicht? Im Zweifelsfall hat nämlich die Legislative das Recht zu sagen, was geschieht, und die Exekutive hat auch nicht das geringste Einspruchsrecht dagegen. Also es ist höchste Zeit, dass wir unser Grundgesetz dahingehend ändern, dass wir nicht ständig die Legislative, die Gesetzgebung durch den Bundestag zerstört erhalten durch die Exekutive. Denn in dem Bundesrat sitzen nur Menschen, die zur Exekutive gehören. Keiner von denen ist direkt gewählt als Vertreter des Bundestages. Er gehört zur Exekutive. Nicht? Und diese Absurditäten führen dazu, dass wir, wenn wir das weiter zulassen, dass das so weitergeht, dass der Staat Bundesrepublik Deutschland immer weiter in Konglomerate, immer kleinere Konglomerate zerfällt und das soziale System Bundesrepublik Deutschland nicht mehr zu retten ist. Es sei denn, wir ändern unser Grundgesetz entsprechend. Da dazu aber 2/3 des Bundesrates und Bundestages notwendig sind, bleibt uns wahrscheinlich nur darauf zu warten, bis wir ähnlich kollabieren, wie der Osten kollabiert ist an Zahlungsunfähigkeit. Nämlich, dass wir jemals wieder auf die 3% kommen, ist ja Unsinn. Ja? Das Bruttoinlandsprodukt, die Verschuldung nicht nur 3% des Bruttoinlandsproduktes beträgt, bei unseren Sozialgesetzen zum Beispiel. Bei unseren Steuergesetzen. Nicht? Wir tun alles, dass dieses an für sich sehr großartig angelegte Konzept, ein einheitliches Europa zu schaffen, nicht gelingt. Und es kann jetzt nicht gelingen aufgrund der Mängel der inneren Struktur. Da möchte die innere Umwelt noch so gutwillig sein, weil die innere Struktur in sich widersprüchlich ist. Ja, das wollte ich Ihnen eigentlich nur sagen. Ich weiß nicht, habe ich noch Zeit? Was? Noch 10 Minuten, ne? Ach ja, dann werde ich noch etwas anderes sagen. Dann werde ich jetzt mal. Also entschuldigen Sie, wenn ich manches so im Erzählton sage. Das ist trotzdem meines Erachtens ziemlich ernst zu nehmen. Gehen wir jetzt ruhig mal an den an Spenglers Untergang des Abendlandes, was in der Eröffnung von dir ja schon erwähnt worden ist, das Buch. Ich habe ein ähnliches Buch geschrieben, Das Ende der Neuzeit. Den Titel kannte ich noch nicht. Ist identisch mit einem Titel von Guardini, der hat auch ein Buch geschrieben über das Ende der Neuzeit. Nur ist meins ein bisschen radikaler. Die Neuzeit ist wirklich am Ende. Was bedeutet das? Dass wir keine Werte mehr vorgesetzt bekommen durch unser soziales Umfeld, durch die äußere Umwelt, die unser individuelles Werteverhalten wirklich und letztlich regulieren. Wir haben kein Schutzgeld innen mehr, weil die Werte, die uns das Elternhaus vermittelt hat, sich als unbrauchbar erwiesen haben. Die klassischen Werte der Moral. Sie wissen ja, dass Moral immer nur eine soziale Vereinbarung eines mehr oder weniger großen sozialen Systems ist. Das System schafft seine eigene Moral, nicht etwa der liebe Gott. Ja? Der liebe Gott wird nur von manchen nach oben drauf geschüttet als Soße über den Pudding, damit die Leute sich auch nur dran halten. Nicht? Aus Angst vor der Hölle verhalten sich sozialverträglich, obwohl mir persönlich das noch nie vorgekommen ist, dass jemand aus Angst vor der Hölle sich sozialverträglich verhalten hätte. Aber
Ja, natürlich gibt es einen Grund dafür. Es gibt keinen, das Stützset innen ist Frucht. Und also die Werteordnung, die das Stützset innen dienen könnte, ist und Frucht. Und das Stützset außen ist jetzt weitgehend nur noch bestimmt durch das Strafgesetzbuch oder andere Gesetzbücher, die uns Strafen androhen für sozialwidriges Verhalten. Etwa verbotene Kartellabsprachen oder sowas. Das ist unser Stützgerät außen. Alles, was dazwischen liegt, ist, was, weil nicht verboten, ist erlaubt. Und da einzig und allein das Stützgerät außen von entscheidungsrelevanter Bedeutung ist, Stützgerät innen, wie gesagt, ist hinüber, kommen wir zu dem Schluss, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Da sogar das Bundesverfassungsgericht gelegentlich in der Nähe dieses miserablen Satzes argumentiert, ist es nicht verwunderlich, dass die Bürger das auch tun. Nur bedeutet das das endgültige Ende des Systems Bundesrepublik Deutschland. Nicht, wenn wir nur dieses Stützgeld außen haben, als der Gesetzgeber, als Angst, wir haben keine Angst vor der Hölle mehr, sondern wir haben nur noch Angst vor sozialen Strafen, dass der Richter uns eins aufs Dach gibt oder wer auch immer, oder die öffentliche Meinung. Davor haben wir vielleicht Angst und verhalten uns deshalb sozialverträglich, einigermaßen jedenfalls. Nein, so geht es nicht, wenn wir von diesem Konglomerat sein oder Element in ein Konglomerat sein fortkommen wollen, wieder zur inneren Umwelt eines Systems gehören wollen, müssen wir gemeinsam, in gemeinsamem Tun, dem System auch eine Identität geben. Wir müssen also gleichsam von unten, von der noch nicht vorhandenen inneren Umwelt in einem Wertekonsens versuchen, jetzt die Struktur aufzubauen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, es sei denn, wir warten ab, bis das System kollabiert und was dann aus den Ruinen neu aufersteht, was keiner vorhersehen kann, was das auch immer sein mag. Jedenfalls ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass das eine marktwirtschaftliche oder demokratisch verfasste Rechtsordnung wäre, die aus den Trümmern neu entsteht. Genauso wie es sicherlich ist, anzunehmen, wir könnten nach Russland an der Peripherie Russlands gelegenen, vor allem die Tobvölker, könnten wir unsere Vorstellung von Marktwirtschaft und Demokratie exportieren. Wie miserabel oder gar nicht funktioniert, sehen wir in Russland am stärksten. Es funktioniert nicht. Es funktioniert aus dem einfachen Grunde nicht, weil Russland eine völlig andere Tradition hat, Wertetradition hat als wir. Wir haben im Westen, ruhig mal den ganzen christlichen Westen zumindest betrachtet, eine Wertetradition, die letztlich von der Moraltheologie entfaltet und wurde und große Brüche kennt, nämlich den Bruch zwischen Altertum und Mittelalter und Mittelalter und Neuzeit. Die Ostkirche hat nie diese Brüche gehabt und hat nie vor der Verantwortung gestanden, eine neue Wertewelt aufzubauen. Wir haben uns eine Wertewelt nach dem Zweiten Weltkrieg oder vielleicht auch nach dem Ersten Weltkrieg aufgebaut, in ziemlicher Kohärenz der einzelnen Teilvölker Europas und der USA oder Amerikas ganz allgemein, die durch das christliche Wertesystem fälschlich unter der als göttlicher Wille etikettiert, haben wir leben können. Nicht? Im Osten ist in Ostrom, in den Nachfolgestaaten Ostroms,
ist wegen Fehlen dieser Knicke, dieser Brüche, ist eine reine Evolution im Gange, die wir nicht durch revolutionäre Einschnitte, etwa durch revolutionäre Einführung der Marktwirtschaft oder der Demokratie, sichern könnten. Der Versuch ist immerhin zu machen, aber mit seinem Scheitern ist zu rechnen. Auch hier liegt das gleiche Problem vor. Im Osten ist das System wieder aufzubauen über einen Wertekonsens von vielen. Also wieder von unten nach oben, von der inneren Umwelt hin zur Corporate Identity. Und nicht umgekehrt, nicht durch irgendetwas, was man ihnen aufoktroyiert hat. Ja, wir sind halb. Ich danke Ihnen.